Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich Ihnen was wirklich ganz Besonderes. Ich habe einen Gast aus Wien, der ist heute Morgen abgefahren, zu uns zu kommen, und heute reist auch wieder zurück, um seine Lebensgeschichte über einen Herzinfarkt oder einen angehenden Herzinfarkt, der unbedingt verhindert werden müsste, mit einer Bypass-Operation und alles, was dazugehört, zu erklären, wie er das erlebt hat. Und ich möchte Sie jetzt ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier in der Schweiz. Grüß Gott, ja. Und danke, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählen möchten. Mhm. Ich habe ja Ihr Buch auch gelesen, das heißt Schachmatt, dem Herzinfarkt. Es hat mir die Augen unglaublich breit geöffnet über dieses Thema. Und ich denke, ich muss mir da auch noch einige Ärzte suchen, um in diesem Thema weiter nachzuforschen. Aber Sie sind natürlich die glaubwürdigste Person überhaupt für unsere Zuschauer, denn Sie haben es erlebt. Sagen Sie mir mal ganz kurz, Sie haben ja erlebt, dass irgendwas nicht stimmt, und sind zum Arzt. Ich bin aufgewachsen in Oberösterreich, im Blick auf einen Traunstein hin, Salzgemund gemunden, und gehe immer gern seit der Kindheit auf Berge. Und jetzt in Wien habe ich den Schneeberg als Berg erkoren, wo ich gerne raufgehe, ca. 1200 Höhenmeter Aufstieg über Fels, ein bisschen, sehr schön. Und da ist mir einmal im oberen Bereich etwas unwohl geworden, und ich habe das meinem Hausarzt erzählt. Und der hat gemeint, vielleicht sollen wir da aufpassen, damit man nichts übersieht, vielleicht ist beim Herz irgendetwas. Gehen Sie mal zum Belastungs-EKG und schauen Sie, was da rauskommt. Habe ich nichts gedacht dabei, bin hingegangen, habe es durchführen lassen, und das Ergebnis war eine Minderdurchblutung im Herzen, möglicherweise Herz, eine Ischämie. Und dann ist bereits eine standardisierte Vorgehensweise in der Schulmedizin festgelegt, was dann passiert. Nämlich das zweite ist dann eine Angiografie, eine Herzkatheteruntersuchung. Und diese Untersuchung hat ergeben, dass meine Herzkranzgefäße, wir haben drei Äste, zwei und einer teilt sich, sodass wir drei Äste haben, fast zur Gänze geschlossen. Zwei sind zu 90% verschlossen und einer zu 70%, also bis 70% verschlossen. Und das ist etwas, was in der Schulmedizin automatisch sofort die Folgerung mit sich bringt, unbedingt einen Stent zumindest zu setzen, weil ich aber großflächige Verengungen habe. Das würde nicht gehen über Stents, das müsste man mehrere legen. Nein, es sollte ein Bypass reingelegt werden. Und die haben mir gleich einen Termin gegeben zur OP, das war etwa drei Wochen nach dieser Angiografie, nach der Herzkatheteruntersuchung, habe ich gemacht. Und dann habe ich einen Brief vom Krankenhaus bekommen mit Informationen, wie das so zugeht bei so einer OP. Und da habe ich was gelesen von 4 bis 6, 7-stündiger Operation mit Medikamentenverbrauch auf Lebenszeit. Und das hat mir richtig einen Schock versetzt gehabt, diese Nachricht. Und ich habe dann meine zwei Söhne gesagt, ich muss wohl ins Krankenhaus, um mir Bypass einsetzen zu lassen. Auch Bekannten habe ich es erzählt. Und ungefähr eine Woche vor dem Termin der Operation legte mir eine Bekannte einen Zeitungsartikel vor die Nase hin, wo drinnen stand von einem Herzmedikament, das Standardmedikament gewesen war in Deutschland bis zum Krieg, ungefähr bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann ist es verschwunden, und damit könnte ich mir einen Bypass ersparen. Das habe ich noch daraus entnommen. Also doch, vorne war eigentlich alles alternativlos, und jetzt durch Zufall? Das wäre der Weg, wenn die Herzkranzgefäße ziemlich verschlossen sind, hochgradig verschlossen sind, dann ist es eine standardisierte Vorgehensweise bei der Schulmedizin, dann muss das durch einen Stent oder durch Bypass zumindest behoben werden. Man spricht hier von der koronaren Herzkrankheit. Koronare Herzkranzgefäße, das Wort Corona hört man heute sehr häufig. Und das ist eine Vorgehensweise, da gab es gar keine. Ich wurde nicht gefragt, ob ich das will, sondern das ist einfach so.
und habe dann von einer Bekannten einen Zeitungsartikel über dieses ehemalige Herzmittel, das Standard gewesen ist in Deutschland, vorgelegt bekommen. Das hat mich wieder wach gemacht, hat mich elektrisiert, dass ich mir vielleicht diese Prozedur der Operation ersparen könnte. Und da habe ich gleich den Dr. Kugel befragt und da findet man sehr viel im Internet. Mhm. Gibt es auch eine Gesellschaft in Deutschland, die sich damit annimmt, um dieses Thema annimmt? Also das ist dieser Verein Strophantin, oder? Strophantus-Verein. Strophantus-EV heißt er, ja. Und da habe ich dann so viel Information gekriegt, dass ich ein paar Tage später den OP-Termin verschoben habe, um einen Monat einmal. Und habe geschaut, habe mir Fachbücher besorgt, wie schaut es wirklich aus, denn rein nur aufs Internet wollte ich nicht gehen, sondern wollte mich schon gründlich informieren. Und wie ich dann gesehen hatte, dass ich da wirklich rauskommen kann, wenn ich mir dieses Mittel besorge, das ist mir gelungen, in Wien zu finden, dieses Strophantin, dann habe ich die OP abgesagt und habe mir dieses Mittel besorgt und bin auf den Berg gegangen, ganz aus Sicherheit. Und ich gehe auch heute noch immer mit Strophantin-Kapseln mit mir herum. Man weiß nie, ich habe von Problemen her überhaupt keine Sorge. Ich habe keine Herzprobleme, ich habe keine Angina pectoris, gar nichts. Ich merke nur dieses leichte Unwohlsein am Berg. Das war vor wie vielen Jahren war das? Das war vor knapp 3 Jahren jetzt. Und also Sommer 2017. Und dann war die Diagnose klar, der Weg ist klar. Sie haben gesagt, nein, stopp, ich mache was anderes und haben einen Selbsttest gemacht mit diesem Strophantin. Und da haben Sie jeden Tag diese Tropfen genommen? Oder anfangs Tropfen? Ja, haben wir es 3-mal am Tag gemacht. Mittlerweile nehme ich es 3-mal pro Woche, also ja. 1-mal. Okay. Pro Tag. Ich weiß, Sie gehen jetzt wieder auf den Berg, das Unwohlsein ist eigentlich weg. Aber haben Sie mal eine Nachuntersuchung jetzt gemacht beim Arzt, zum Schauen, wie jetzt diese ganzen Koronialgefäße aussehen? Das würde ich nicht für zielführend anschauen. Denn wenn ich dorthin gehe, dann weiß ich ganz genau wieder, was die sagen. Würde ich solange ich keine Probleme habe, weil ich solange keine Schmerzen habe, warum soll ich das dann noch untersuchen lassen? Ja, nein, total. Habe ich nicht vor. Gut, super. Denn je öfter man zum Arzt geht, desto mehr Chancen hat man, dass etwas findet. Ja, ich verstehe das voll und ich meine, Sie fühlen sich jetzt wohl, es ist alles gut. Jetzt geht es aber mal um dieses Strophantin. Ich kenne das Wort. Ich weiß, es ist was Pflanzliches, aber ich weiß auch, dass es, glaube ich, bis in die 60er, 70er Jahre sogar sehr groß und standardmäßig eigentlich in der Medizin als das Produkt eigentlich gehandhabt war oder wurde. Ich habe eine Aussage gefunden vom Ordinarius der Uni Graz, also schon eine höhere Position. Und der hat gesagt, dieses Wundermittel, 1988 noch, dieses Wundermittel werden wir uns nicht wegnehmen lassen. Aussage noch 1988. Was ist denn das? Ist das ein Baum, eine Pflanze oder was ist denn das? In Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine Expedition von England aus in das Innere Afrikas, die Livingston-Expedition. Und da war ein Botaniker dabei, der dort Pflanzen gesammelt hat und der hatte mit dem Herzen Probleme. Und hat dann davon gehört, dass von dieser Strophantus-Pflanze der Same genommen wird, um ihn zu zerstoßen und auf die Pfeilspitzen als Gift aufzubringen. Mit dem sind die Eingeborenen auf Jagd gegangen. Also darum ist auch der Name Pfeilgift für den Strophantin üblich. Und er hat einige Samen mitgenommen, hat es gesammelt. Und hat am nächsten Tag beim Zähneputzen, er hatte an dem Tag besondere Schmerzen im Herz, hat er plötzlich gestutzt, die Schmerzen waren weg. Er hat die Zähne geputzt und die Schmerzen waren ein paar Minuten später weg. Und das ist die Wirkungsweise von Strophantin. Wirkungsweise binnen Minuten. Ein paar Minuten und das ganze Problem ist weg. Das Problem oder nur die Schmerzen? Ich meine, die Schmerzen. Die Schmerzen sind ja nur die Wirkung, aber die Ursache vom Schmerz, das ist ja auch bei Ihnen am Herzen letztendlich, hat es noch eine Ursache, was die Ärzte gesagt haben. Haben Sie jetzt nur eine Wirkung weggebracht oder ist bei Ihnen, wird sich, ich meine, Sie fühlen sich ja wohl, irgendwie muss ja auch die Ursache besser geworden sein. Ja, das ist so eine Sache.
Es gibt eine schulmedizinische Aussage, dass Herzkranzgefäße mit Engstellen drinnen, die also nicht mehr so viel Blut durchlassen zum Blut, dass die Ursache sind für Herzkrankheiten und Herzinfarkt. Arteriosklerose, also so Verstopfungen. Genau, ganz richtig, ja. Und der Name, der mit dem Stoffverdien zusammenhängt, ist Dr. Kern, der nach dem Krieg in Deutschland das ursprünglich intravenös gegeben hat, weil es in der ersten Hälfte des Jahrhunderts so üblich war. Und hat aber versucht, weil nach dem Krieg die Anzahl der Herzinfarkte so richtig explodiert ist. Von 2600, diese Zahl habe ich gefunden, noch für 1948, auf das Hundertfache die nächsten 25 Jahre lang. Ja. Und der Dr. Kern, der hat 1970 dann eine Statistik rausgegeben, dass er 15.000 Patienten behandelt hat mit Stoffantin und keinen tödlichen Herzinfarkt hatte. Keinen tödlichen Herzinfarkt. Währenddessen aber ist in der Schulmedizin die Todesrate explodiert. Auch nach oben gegangen. Explodiert, ja. Das heißt, die Ursachen davon, das ist vielleicht nicht ganz so leicht, es sind nicht die Herzkranzgefäße. Bin ich sicher, ganz sicher nicht, sondern das Problem liegt im Herzen selber. Er hat gesagt, im Herzstoff, im Stoffwechsel im Herzen. Ja, man führt wieder Stoffantin zu und führt dadurch wieder Sauerstoff zu. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was da alles passiert. Mhm. Also die Probleme müssen nicht weg sein. Mhm. Aber durch diese Sauerstoffzufuhr über das Stoffantin bekommt man trotzdem die Probleme in den Griff. Also ich meine, Sie sind das lebende Beispiel dazu. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen wir mal, wir hätten jetzt diese Operation gemacht. Wir hätten Stents gesetzt, den Bypass gesetzt. Jetzt gibt es ja auch hier, ich habe Ihr Buch gelesen, und da ist alles jetzt sauber dokumentiert. Und da sieht man ja, dass das ja auch nicht unbedingt die Alternative ist, wenn man sieht, wie großartig diese Nebenwirkung oder wie gefahrenvoll eigentlich die Operation ist. Können Sie mir dazu nochmals etwas sagen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Stroffantin ist in Deutschland populär geworden. Ich habe in der Literatur nicht allzu viel gefunden darüber. Angeblich hat man auch in Amerika mit Stoffantin operiert und dabei Todesfälle gehabt. Mhm. Ich habe es aber nicht bestätigt gefunden. Nein, die Gesundheitsindustrie ist mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit den Siegermächten nach Deutschland gekommen und hat begonnen, das Stoffantin zurückzudrängen. In der ersten Hälfte war Stoffantin deutschlandweit verbreitet, das Herzmittel. Und aus USA, aus Amerika ist dann diese chirurgische Behandlung der Herzkrankheit, der koronaren Herzkrankheit aktuell geworden, nämlich man hat Bypässe gesetzt und Stents gesetzt. Durch Stents will man erstmal die Gefäße aufweiten und einen Drahtgeflecht einbringen. Mhm. Eigentlich das Problem würde dann ja weg sein oder minimiert sein, wenn man es genau nimmt. Und bei Besten wird nicht die Arterien überbrückt, diese engstellten Bereiche. Aber trotzdem sagt die Wissenschaft, dass die Bypässe und die Stents dem Patienten selber nicht viel nützen. Tatsächlich? Nicht viel nützen. Also eigentlich verschwindend klein. Das schreiben die oder sagen sie? Das gibt es Untersuchungen von der Wissenschaft her. Die Mayo Klinik, die ist doch weltbekannt. Bekannt. Ja. Die hat 2003 eine Untersuchung rausgegeben, dass nur auf Bypässe bezogen, dass die Bypässe gut sind, um die Symptome zu verringern. Mhm. Also das Problem wird nicht, offensichtlich nicht angegangen. Nur die Symptome, man spürt es nicht mehr. Und es ist nicht zielführend, um Infarkte zu vermeiden. Also nicht infarktpräventiv. Steht ganz klar drinnen. Das ist überraschend jetzt, oder? Da steht, und solche Untersuchungen wurden auch von anderen Universitäten gemacht. Gibt es aus USA, gibt es aus Neuseeland, gibt es da Ergebnisse, aus Europa gibt es da Ergebnisse. Und das Interessanteste habe ich dann gefunden,
ein Informationsblatt der Deutschen Bundesärztekammer. Und da steht definitiv drinnen, dass dass Herzinfarkte nicht verhindert werden oder nur manchmal verhindert werden. Und das Leben nur manchmal verlängert wird durch Bypässe. Tatsächlich. Also nur manchmal. Manchmal ist nicht sehr viel, würde ich sagen. Bisweilen. Manchmal. Ja. Nicht? Ja, ja. Und wenn man sich das Blatt dann anschaut, da kommt man in die Gegend von, wenn man es quantifizieren wollte, 3-4%, was es dem Patienten bringt. Und das alles zusammenhängen mit einem Leid von Operation und Medikamenten und Angst? Und die Operation selber. 1% hat man Chance, einen Schlaganfall zu erleiden nach diesem Informationsblatt. 3% hat man eine Chance, einen Monat nicht zu überleben. Da sind wir schon bei einem 4-prozentigen Gefahr, diese Operation nicht zu überstehen. Das ist schon heftig. Also das ist, kann man sagen, das gleicht sich fast aus. Ist jedes Mal der Haupttreffer, wenn man überleben will und wenn man... Mhm. Also das ist... Es ist unheimlich wichtig, was Sie da heute auch uns sagen, weil ich wusste das jetzt alles auch nicht, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe. Aber ich dachte eigentlich immer, Bypass-Dance, ja klar, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber ich wusste nicht, dass es eigentlich diesen Herzinfarktrisiko nicht minimiert. Das ist mir total neu. Tut es nicht. Und da definitiv, also nur manchmal steht das. Also bringt ja, nur die Symptome sind weg. Das heißt, das Problem, man hat das Gefühl, es stimmt was nicht, das ist weg. Wenn man es vergleichen will, im Auto gibt es eine Kontrolllampe drinnen, zumindest in meiner Zeit noch gab es eine Kontrolllampe, wenn der Öldruck weg ist. Ja. Und weil mich das rote Licht stört von der Kontrolllampe, decke ich es ab. Denn ich habe eine Aussage gefunden von einem Mediziner, der hat gesagt, bei der Bypass-OP werden die Schmerzleitungen möglicherweise durchgetrennt, sodass man es nicht mehr merkt. Aber das Problem ist nachher... Die Lampe genau ist so dann da. Kaputt. Ja? Genau. Nein, ich schraube sie raus oder decke sie ab, damit sie mich nicht stört. So ungefähr kann man es vergleichen, ja. Also dann sehe ich überhaupt keine Vorteile in dieser Geschichte eines Stents und eines Bypasses, wenn ja die Symptome einfach, also das Leid weg ist, man merkt es nicht mehr, hat aber eine große Operation und Sie haben es jetzt anders gemacht und das Problem ist eigentlich auch weg. Also vielleicht nicht die Ursache, das wissen wir jetzt beide nicht, weil, aber zumindest ist das Problem, wie Sie es geschildert haben, bei dem Bergsteigen weg. Sie haben dieses Unwohlsein nicht mehr. Ich bin ein bisschen zu schnell gegangen. Ich bin mittlerweile wieder oft drauf gegangen, also 6-7 Mal bestimmt. Ein bisschen langsamer und überhaupt nie mehr wieder dieses Unwohlsein. Haben Sie jemals mit einem Arzt Ihres Vertrauens diese Geschichte auch mal diskutiert, wie Sie jetzt den Weg gegangen sind? Oder? Das ist schwierig, hier einen Arzt zu finden, der gegen die Schulmedizin argumentiert, gegen die Lehren der Schulmedizin. Aber mir sind schon auch Ärzte bekannt, die mit Strophantin arbeiten und das auch Patienten verschreiben. Das sind wahrscheinlich, ich muss dieses Thema echt mal in Sendungen reinbringen und mit Komplementärmedizinern über Strophantin reden. Weil das ist völlig unbekannt heutzutage. Es ist aus den Lehrbüchern sukzessive zurückgedrängt worden. Es wird nicht mehr gelehrt. Aus dem Jürgen Bell ist es herausgenommen worden. Meine Frau Apothekerin, die hat noch im alten Jürgen Bell noch das Wort Strophantin erwähnt bekommen. Heute weiß kein Mensch mehr davon. Nur die alten Krankenschwestern und alten Ärzte wissen noch davon. Ist Strophantin rezeptpflichtig? Ja. Okay, also man braucht einen Arzt, der das verschreibt. Genau. Angeblich unwirksam. Das war Behauptung von der Schulmedizin, dass es nicht resorbiert wird. Aber rezeptpflichtig. Erstaunlich. Also ich weiß nur, in der Schweiz ist es, glaube ich, verboten. Darum kriegt man Strophantin in homöopathischen Dosen.
Und dann weiß ich, in Deutschland war mir eine Apotheke bekannt, die hat das hergestellt und gegen ein ärztliches Rezept hat sie es auch richtig geschickt. Ganz richtig. Also Fertigarzneimittel gab es noch bis 2012 hin. Mhm. Dann, man wollte es verdrängen und hat die Politik veranlasst in Deutschland, dass sie eine Nachzulassung von vor ungefähr 1980, also ich starre ja eigentlich nicht, die damals noch keine offizielle Zulassung gehabt haben. Das sind sehr aufwendige Zulassungsbedingungen, die erfüllt werden müssen. Schweinesteuer, ja, ja. Mhm. Und nachdem das für ein Naturmittel, wo es keinen Patentschutz gibt, nicht machbar ist, nicht finanzierbar ist, hat man diese Nachzulassung nicht bringen können. Mhm. Es wurde nicht mehr hergestellt, weil es der Vertreiber nicht mehr durfte. Mhm. Ja, weil er diese Nachzulassung nicht, weil es unwirksam wäre. Ja, ja. Ganz etwas anderes. Ich möchte mal noch zusammenfassen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Herr Endlichmeier hat, habe ich richtig ausgedrückt? Herr Enichelmeier hat dazu ein Buch geschrieben, das heißt Schachmatt dem Herzinfarkt. Herzinfarkt, gut? Ja. Und darin ist unglaublich viel Recherche drin. Und ich denke auch, wenn wir so eine Informationsplattform haben, bevor wir uns jetzt wirklich irgendwelchen Operationen aussetzen, sollten wir das einfach mal gelesen haben. Und dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollte man diese Fragen, die da im Buch sind, bitte Ihrem Arzt stellen. Und wenn Sie sich einen Weg entscheiden, dann bitte zusammen mit Ihrem Arzt und sprechen Sie ihn an auf Strophantin und auf diese interessanten Studien und Weisheiten aus diesem Buch. Suchen Sie einen Weg mit Ihrem Arzt zusammen, vielleicht mal temporär 2-3 Monate diesen Weg zu gehen. Und vielleicht ist es ja dann auch gar nicht mehr nötig, diese Operation zu machen. Aber bitte sprechen Sie das mit Ihrem Arzt ab. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil wir dürfen hier nicht medizinische Heilaussagen machen. Wir stellen hier zwar ein Strophantin fest, das eine Wirkung hat an Ihnen. Und das ist ein Segen, wo wir aber nicht wissen jetzt, wie es wirklich in Ihrem Herzen aussieht. Aber wichtig ist, Sie sind da. Seit 3 Jahren wieder voll funktionsfähig und das aufgrund einer Diagnose, die es eigentlich gar nicht ermöglicht hätte, Sie in diesem Zustand hier heute vorfinden zu lassen, oder? Ich hatte keine Schmerzen, also keine typischen Symptome für Herzkrankheiten. Mhm. Mhm. Und trotzdem wollte man mir diese Bypass-OP unbedingt durchführen. Aber eines möchte ich auf jeden Fall noch sagen, es wurde die Substanz, so eine ähnliche Substanz wie Gestrophantin, im Körper als endogenes Hormon selber festgestellt. Das heißt, der Körper produziert dieses Strophantin. Ach. Zum Schutz, angeblich, es wurde, habe eine Aussage gelesen, dass schon 1949 ein Dr. Rhein vermutet hat, dass es so etwas gibt. Mhm. Und der doppelte Nobelpreisträger St. Churchill hat das Anfang der 50er Jahre gesagt, es müsste theoretisch so etwas im Körper gebildet werden. Man hat es dann festgestellt in den 90er Jahren durch eine sehr aufwendige Analyse, da hat man 300 Liter Blut gebraucht dazu, um das herauszufinden. Aber diese Substanz produziert der Körper selber. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt... Ich nehme das Strophantin nicht nur wegen des Blutdrucks, sondern auch, weil ich, nachdem der Körper das selber produziert, gehe ich davon aus, dass es nicht umsonst macht, dass es gute Eigenschaften bringen wird. Haben Sie jetzt gerade gesagt, dass der Blutdruck sich auch noch reduziert hat? Ja. Ich habe in dem Buch, tatsächlich? Ich habe in dem Buch drinnen Patienteninformationen, Berichte von Patienten, die tatsächlich vielleicht zum Teil vorher schulmedizinisch behandelt worden sind und dann auf Strophantin gestoßen sind. Was die erlebt haben, seitenweise habe ich 15 Seiten circa über Angina pectoris, über Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Demenz. Habe ich 2 wunderschöne Beispiele gefunden. Die Leute gehen an der Hand, werden zum Arzt hingebracht, können sich kaum richtig äußern. Der gibt dann intravenös eine Spritze und ein paar Minuten später stehen sie auf, ziehen sie die Schuhe an, gehen raus, kommen beim nächsten Mal alleine wieder in die Ordination. Da habe ich 2 solche
Patientenberichte drinnen. Unglaublich. Sie sind aber nicht Arzt. Nein. Sie sind wirklich Patient. Ich habe ganz was anderes gemacht in meiner Zeit. Aha. Ich habe... Aber Sie haben sich eigentlich zum Experte für Ihre eigene Gesundheit weiterentwickelt und haben jetzt Ihrem Herzen eigentlich das gegeben, was es wirklich braucht. Und Sie fühlen sich wohl. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Enichelmeier. Einerseits, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und Ihre Geschichte erzählt haben. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele Menschen da draußen hier wirklich hingehört haben und eine neue Sichtweise auf ihr eigenes Problem gehört haben und das mit ihrem Arzt dann bitte auch besprechen. Und vielleicht eben auch diese Lexikon, dieses Buch, was Sie geschrieben haben aus ihren Erfahrungen heraus, vielleicht als Bibliothek zur Hand nehmen, lesen und hier einen anderen Weg einschlagen. Das ist mir wirklich eine große Ehre. Ganz herzlichen Dank für Ihre Reise zu uns in die Schweiz und das Präsentieren Ihrer Geschichte. Lassen Sie sich ganz herzlich Danke sagen. Vielen Dank auch, ja, sage ich auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauer. Ich muss sagen, ich bin sehr froh über diese Diagnose Herzinfarkt gefährdet. Denn dadurch bin ich meine bisherigen Medikamente losgeworden. Sogar? Blutverdünnungsmittel hatte ich nehmen müssen, dann ein Cholesterinsenker hatte ich genommen, bin alles ersucht geworden, ich habe nur heute nur mehr Stoffentin. Und das ist ein Naturprodukt, kein es mehr aus der Pharmaindustrie, wollte ich sagen noch. Sie machen eine Schatztruhe auf, wo wir jetzt wirklich darin unglaublich viele Dinge rausnehmen können. Also Sie haben es gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, reden Sie mit Ihrem Arzt über dieses Thema und vielleicht verschreibt er Ihnen mal testweise so ein Produkt, um zu schauen, wie es bei Ihnen verläuft und ob das ebenfalls diese großartigen Erfolge hat wie bei unserem Gast. So, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute, danke fürs Zuschauen und bis zu einem anderen Mal. Auf Wiedersehen miteinander.